Herr Dietrich. Wir sind hier als stellvertretender Bürgermeister. Wir freuen uns, Sie bei dieser Veranstaltung zu begrüßen. Ich habe eine Frage an Sie. Die Stadt hat sich überlegt, die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung zu übernehmen. Können Sie uns sagen, warum? Ja. Ja, danke für die nette Begrüßung. Ich sage mal so, wir haben in Ratingen zurzeit rund 1500 Flüchtlinge zu betreuen an verschiedenen Stellen und sind immer von vornherein davon ausgegangen, dass wir hier wirklich eine Willkommenssituation haben. Und wenn dann so eine gute Idee hier entwickelt wird für so ein Turnier, dann sind wir natürlich voll dabei. Dann freut sich die Stadt Ratingen und es sind ja unheimlich viele Gesellschaften und Verbände, und die hier mitwirken. Und das ist genau der Punkt, eine gemeinschaftliche Arbeit zugunsten der neuen Ratinger, sage ich mal, die dazugekommen sind. Und wie gesagt, wir kriegen ja dann auch noch eine große Landeseinrichtung, die wird wohl im Juli, August anfangen. Also insofern haben wir hier eigentlich von Anfang an immer betont, dass wir gerne eine neue Heimat werden für Flüchtlinge und dass die sich hier wohlfühlen sollen. Und dazu gehört eben so ein Turnier. Sport ist eine verbindende Sache. Und wenn man dann auch mal ein Bier zusammen trinkt, dann schadet das auch nichts. Im Gegenteil, man kommt ins Gespräch. Und man möge auch sehen, dass wir wirklich bemüht sind, hier die Leute gut zu betreuen und dass sie sich hier wohlfühlen sollen in Ratingen. Das ist der entscheidende Ansatz. Und da ist eben die Idee gekommen mit dem Turnier. Und da haben wir gesagt, jetzt, der Bürgermeister hat sich dann sofort bereit erklärt, Schirmherr zu machen. Die Verwaltung hilft mit, ich helfe auch mit als Vertreter von Herrn Pesch. Und insofern, naja, ich glaube, das ist eine gute Sache und das wird sicherlich auch die Menschen ansprechen, von nicht nur vom Intellekt, sondern auch von der Seele, vom Geist. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man eben sich auch mal freuen darf. Und das kann man hier sicherlich auch.